Jetzt habe ich euch hier mal nur so kleine Sachen gezeigt, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist wahrscheinlich auch schon sehr niedrig. Und wie das ja heutzutage so ist, meine Mutter sagt auch mal, ah, du guckst zu viel TikTok, ja, du kannst dich auf gar nichts mehr konzentrieren. Dabei schickt sie mir immer die Instagram Reels. Also ich glaube, liebe Eltern, ihr seid wahrscheinlich auch nicht davon ausgenommen. Und da wahrscheinlich unsere Konzentrationsspanne von allen zu kurz ist, hat sich dieses Team zur Aufgabe gesetzt, das einfach als was Positives zu betrachten und zu gucken, wie man uns in ganz kurzem Format dann halt einfach die Infos so zur Verfügung stellen kann. Herzlich willkommen auf der Bühne, Anna, David, Dimi, Felix, Liora, Maxi und Sophie. Hallo, hallo. Hallo, einmal kurz danke an Jugendhackt. Und ja, unser Projekt ist Wiki Insta. Ja. Das Problem, beziehungsweise die Fragestellung war, Allgemeinwissen ist relativ schwierig zu bekommen, denn es ist halt extrem viel. Und wie eben schon gesagt, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne ist auch so ein bisschen ein Problem. Aber es kann man auch positiv sehen. Wir haben uns dann überlegt. Kann man mich hören? Ja, okay. Wir haben uns dann überlegt, dass wir eine Web-App programmieren, die, auf der man dann durchswipen kann, durch so kurzes Wissen und dann auch noch schöne Bilder zu den Sachen sehen kann. Die Daten und Technologien, die wir dafür verwendet haben. Im Frontend, also das, was am Ende der Benutzer sehen kann, haben wir CSS und Tailwind für das Design verwendet und SvelteKit für allgemeine Strukturen und URLs angewendet. Diese ganzen Daten, die dann auch davor im Frontend angezeigt werden und das Wissen, das man da sich angucken kann, das kommt vom Backend und darüber kann euch was Felix was erzählen. Ja, das Backend funktionierte so, dass das ist, was auf dem Server läuft. Das hat im Frontend über eine REST-API die Daten geschickt über die einzelnen Artikel. Und dieser Artikel hat es hauptsächlich von Wikipedia genommen. Und das erzählt euch jetzt wieder Maxi. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Algorithmus geschrieben, welcher mithilfe eines Suchbegriffes aus Wikipedia die richtige Seite raussuchen kann. Also, ihr sagt, ich will einen Artikel über die Sonne und er gibt euch eine Zusammenfassung der Sonne mit Titel und einem Bild. Ja. Hallo? Okay, also ich stelle euch jetzt eine Live-Demo vor von unserem Programm. Also, sieht man es? Ja, also zum Beispiel, hier sieht man so ein bisschen den Bereich, wo man so rumscrollen kann und sich halt Informationen angucken kann, die einen eventuell interessieren könnten. Und wie kann ich jetzt scrollen? Weil hier wird es nicht angezeigt. Nee, hier wird es nicht angezeigt. Sorry. Es klappt nicht. Eigentlich ging das so, aber es klappt gerade nicht. Wir haben Screenshots, falls das nicht funktioniert. Ja, wir haben Screenshots. Also, sorry für meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Also, da sieht man zum Beispiel Informationen über James Horner. Und falls man sich weiter für James Horner interessiert, kann man diesen Text eröffnen. Und wenn man sich noch weiter dafür interessiert, kann man es abspeichern und man kann es auch an Leute weiterschicken, damit die auch schlauer sind. Okay. Genau. Bei Ausblick und offene Punkte haben wir als erstes, dass wir noch ein paar Bugs fixen müssen in der App. Dazu müssen wir noch das Share-Menü bearbeiten, weil es zurzeit noch nicht funktioniert.
Wir wollen noch eine Suche nach Artikeln hinzufügen und Kategorien zum Durchsuchen, damit jeder sein beliebtes Lieblingsthema findet, was einen am meisten interessiert. Genau. Dies ist der QR-Code, den Sie scannen können, um auf den Code von unserer Web-App-Seite so zu gelangen und es mal selber auszuprobieren. Und sonst Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind die Wiki Insta und ja, Dankeschön. Voll schön, vielen Dank. Ich soll doch immer schon mal mehr über Alpakas wissen. Alpakas sind hier so unser, ich weiß es auch nicht so richtig, irgendwie so vielleicht unser Glückstier bei Jugendhackt, Maskottchen, irgendwie sowas. Diese Dinger, die man hier so an den Fenstern sieht, das sollen auch alles Alpakas sein. Genau, ob man es erkennt oder nicht, sei einem selbst überlassen. Genau, auf jeden Fall immer sehr süß. Wie ist es denn so, wir haben ja auch am ersten Tag so ein bisschen über offene Daten geredet und das ist ja auch, was Wikipedia ist, oder? Wie war es denn eigentlich so, damit zu arbeiten? Ja, hallo? Ja. Ich konnte damit arbeiten, aber es war ein bisschen schwierig, weil kaum was dokumentiert wurde. Also ich musste vieles selber herausfinden. Die Mentoren haben mir auch sehr viel dabei geholfen. Ja, also es ging, aber es war schwierig. Und musstet ihr sozusagen immer selber auf jede Wikipedia-Seite klicken und euch das dann so irgendwie so mit Rechtsklick runterladen? Oder wie hat das funktioniert? Na, also wir hatten eine API und also es ist einfach so ein Ding, wo man Informationen anfordern kann. Also man sagt, ich will das und dann gibt er dir das. Also wir haben nicht manuell alles runtergeladen, sondern ein Programm geschrieben, was automatisch die Sachen runterlädt und uns zusammenfasst. Richtig gut. Das klingt ja schon richtig fortgeschritten. Vielen Dank für euer cooles Projekt. Und genau, den QR-Code habt ihr gerade alle schon gesehen, habt ihr auch veröffentlicht. Open Source, Open Data ist ja hier ein wunderbares Vorzeigeprojekt. Vielen, vielen Dank für euer Projekt. Schön, dass ihr da wart. Applaus